Ein inselartiges Hochplateau im Herzen des afrikanischen Kontinents. Eine steinerne Festung, deren Unüberwindlichkeit das Land vor Kolonisierung und Assimilierung durch fremde Mächte bewahrt hat. Das ist Äthiopien. Und dieser Film erzählt seine Geschichte. Die erstaunliche Geschichte zwischen dem jahrtausendealten Gestern und dem zukunftsvollen Morgen. Wie kaum ein anderes Land gestaltet sich Äthiopien aus den verschiedenartigsten geologischen Formationen. Die gigantischen Berge, die oft steil und unvermittelt aus der Ebene herausragen, verbergen zahlreiche Kraterseen. Erloschene und noch unerforschte Vulkanreste aus der Geburtsstunde Afrikas. Aber der Felsen regiert nicht allein. Er wird abgelöst von ausgedehnten Tälern und sanften Hügeln mit reichem vulkanischen Boden. Hier findet das Vieh seinen roten Klee und hier baut der Bauer sein tägliches Brot an, den heimischen Injera. Die vielgestaltige Bergwelt macht den Äquator und seine bedrohliche Nähe zu einem harmlosen Nachbarn. Obwohl sich 9 Monate hintereinander ein Sonnentag an den anderen reiht, trocknen die Quellen niemals aus. Die abnorme Höhenlage zwischen 2000 und 3000 Metern hat als unentwegte Begleiter ein mildes Klima, warme Tage, frische Nächte und eine fruchtbare Vegetation. Die baumbestandenen Hügel behalten das ganze Jahr über ihre satte dunkelgrüne Farbe. Uralte Baumriesen erheben sich über einer geheimnisvollen Pflanzenwelt, die von menschlichen Wesen nur selten betreten wird. Erst sehr viel weiter, im einsamen Süden, fordert die Wildnis ihr Recht. In Borona, einem unerschlossenen Gebiet, wo trockene Steppe und undurchdringlicher Busch ineinander übergehen, haben die Tiere ihr eigenes Paradies. Die Unzugänglichkeit vieler Landstriche wurde für die wilden Buschbewohner zu einem wahren Segen. Und so begegnet man ihnen heute noch auf Schritt und Tritt, den Herden der Kudus mit ihren spitzen Hörnern. Und den hochbeinigen Gazellen, die ihrer angeborenen Schreckhaftigkeit zuweilen sogar eine standhafte Neugierde abgewinnen. Äthiopien gilt immer noch als das reichste Tierreservoir für die zoologischen Gärten der Welt. Der unerschöpfliche Elefantenbestand steht unter dem besonderen Schutz der Regierung. Über 500 Elefantenherden genießen auf ihren jahrzehntealten Pfaden ein ungestörtes Dickhäuterdasein und über 500 Elefantenbullen widmen sich mit ausgesprochenem Familiensinn dem Fortbestand ihrer Gattung. In dieser menschenleeren Weite herrscht ein beinahe unwirklicher Frieden, der von Trophäen und Beutejägern nur selten gebrochen wird. Dem philosophischen Marabu wird dabei die ihm gewünschte Ruhe gegönnt. Und selbst der Geier weiß, dass er als Gesundheitspolizist zwar nicht in Ansehen, aber unter Naturschutz steht.
Die äthiopischen Giraffen, die in Herden bis zu 30 Stück durch den hitzeflimmernden Busch wandern, zählen zu den schönsten und farbenprächtigsten Exemplaren ihrer Art. Im Gegensatz zu den übrigen Ländern des Kontinents ist die Wasserversorgung nur ein halbes Problem. An den Felswänden entspringen zahlreiche Quellen und zu Flüssen vereinigt durchziehen sie das Land in allen Himmelsrichtungen. Einer dieser Flüsse ist der biblische Gion, der blaue Nil, dessen Wasser unmittelbar nach der Regenzeit erdbraune Farben annehmen. Auf erzwungenen Umwegen windet er sich durch abgrundtiefe Schluchten. Und lange nachdem er die Grenzen verlassen hat, speist er die Lebensader Ägyptens, den Weißen Nil. Wenige Kilometer hinter dem Tana-See, der eigentlichen Quelle des Gion, entlädt sich die Energie der reißenden Fluten in einem beispiellosen Wasserfall. Ein steiler Abhang zwingt den Fluss 50 Meter in die Tiefe. Schäumende Sprudel, sprühende Gischt und tanzende Regenbogen gestalten dabei das fantastische Naturschauspiel der blauen Katarakte. Am Ufer des Tana-Sees, dem zweitgrößten Afrikas, bietet sich der ganze Reiz einer von Zivilisation und moderner Technik noch unbeeinflussten Lebensweise. Aus Papyrusrohren, die in unvergleichlicher Fülle am Ufer wachsen, bauen die einheimischen Fährleute ihre Tankwas, federleichte Boote, die wie Kork auf den Wellen treiben. Wie zu Zeiten der alten Kaiser besorgen die Tankwas den kleinen Passagierverkehr zu den heiligen Inseln im Tana-See, auf denen viele der einstigen Herrscher begraben liegen. Die Überreste versunkener Kaiserkulturen finden sich im Norden des Landes, wo frühe Einwanderer aus nördlichen Gefilden ein starkes und blühendes Reich errichteten. Diese Einwanderer, teilweise semitischen und hamitischen Ursprungs, gelten als Gründer Äthiopiens. Ihre Hauptstadt war Aksum, das heute noch als heiliger Ort verehrt wird. Das Wahrzeichen von Aksum und ein ungelöstes Rätsel für alle Gelehrten ist der schiefe Obelisk, ein Granitblock aus einem einzigen Stein gemeißelt. Die Ornamente versinnbildlichen einen Turm mit vielen Stockwerken, am Fuße des Monolithen die Umrisse einer falschen Tür. 3000 Jahre ist es her, dass dieser Obelisk errichtet wurde. Ein noch heidnisches Denkmal zu Ehren eines toten Königs in einer Zeit, in der Sonne und Sterne als Gottheiten verehrt wurden. Die Gründung der Marienkirche in Aksum reicht ebenfalls in alttestamentarische Zeiten zurück. Ihre Geschichte ist eng mit dem Beginn der christlichen Epoche im 4. Jahrhundert verknüpft. Und auch in unseren Tagen steht sie im Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Jene Herrscher, die im 16. Jahrhundert ihre Residenz in Gondar aufschlugen, prägten einen Baustil, der maurische Einflüsse zu einer ursprünglichen Schöpfung äthiopischen Empfindens vereinte.
Das eindrucksvollste Bauwerk aus dieser Periode ist der Palast des mächtigen Fasilidas. Er und seine Söhne bauten Schlösser und Burgen, die zu den schönsten Überlieferungen der kaiserlichen Ahnenreihe gehören. Wer die Entwicklungsstufe einer Kultur im Spiegel der Sitten und Gebräuche sieht, dem wird hier eine erstaunliche Entdeckung zuteil. Das Badeschlösschen des Fasilidas in einem großen Schwimmbecken, unversehrtes Dokument einer verfeinerten Lebensweise. Äthiopien ist das Land der alten Kirchen und Klöster. Viele sind völlig erhalten und berichten von der christlichen Tradition eines Volkes, dessen Kultur von Anfang an in enger Verbindung mit der Kirche stand. Unverändert wie ehedem leben hier Mönche und Priester als strikte Bewahrer des koptisch-orthodoxen Glaubens, dessen äthiopischer Ursprung auf einen Missionar des Patriarchen von Alexandrien zurückgeht. In jüngster Zeit jedoch wurde die Kirche zu einer unabhängigen Hierarchie. Das größte Wunder in der äthiopischen Vergangenheit sind die Felsenkirchen. Kein Lexikon der Welt gibt Aufschluss über diese fast unbekannten Bauwerke, die mit ihrem symbolischen Tür- und Fensterschmuck ebenso wie die Pyramiden oder die Akropolis zu den einmaligen Schöpfungen in der Geschichte der Menschheit gehören. Es war ein König mit dem Namen Lalibela, der um die Jahrtausendwende den Auftrag gab, Kirchen in die Felsen zu schlagen. Das einsame Bergmassiv, das er dafür erwählte, liegt am Ende einer dreitägigen und mühevollen Maultierreise. Der gesamte Komplex mit seinen 13 Bauwerken ist ein verwirrendes Labyrinth unterirdischer Höhlen und Gänge nach allen Dimensionen. Jeder Fremde würde sich im Dunkel der Berge verlieren. Lieblingshort der Priester und Pilger ist St. Mariam. Im weiten Vorhof der Kirche treffen sich Lehrer und Schüler zum gemeinsamen Studium der altertümlichen Schriften. Die Rolle des Lateinischen in der katholischen Liturgie spielt in der koptischen das Ges, ein Vorläufer der amharischen Sprache. Sämtliche Kirchen von Lalibela sind keine Bauwerke im üblichen Sinn. Es sind Monolithen, Gotteshäuser aus einem Stein. Mit unglaublichem technischen Geschick wurden sie aus dem Berg herausgeschnitten. Von Grund auf ein Teil des Felsens, auf dem sie ruhen. Das Innere dieser Kirche, die der Mutter Gottes gewidmet ist, birgt eine Anzahl farbig ausgelegter Reliefarbeiten, alle im Zeichen des Kreuzes. Die steinernen Wände sind mit den lebensgroßen Skulpturen von Heiligen geschmückt. Die Verehrung von Engeln und Heiligen ist hier fester Bestandteil der Religion. Medhani Alem, Erlöser der Welt, die größte der 13 Kirchen. Ein gewaltiger Steinblock, der bis zu einer Tiefe von 10 Metern aus dem Berg herausgelöst wurde. Wie alle anderen ist auch Medhani Alem
aus einem Stein gemeißelt. Ein in mühevoller Arbeit geformter Fels, dem selbst die Techniker des 20. Jahrhunderts ihre Bewunderung nicht versagen. Aber Libanos, für die der Berg ein natürliches Schutzdach bildet, wurde von der Seite her in den Felsen hineingetrieben. Wirr von düsteren Gängen führt zu dem jüngsten Bauwerk der glanzvollen Epoche, das Felsenkreuz von St. Georgius. In seiner einmaligen Art ist es zum dauerhaften Symbol eines unbeugsamen Glaubens geworden.